Willkommen zurück zu einer neuen furztastischen Folge South Park. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte furzige Video bewertet haben. Großes Dankeschön, eure Unterstützung ist wirklich super gut und wir machen weiter. Wir machen weiter, den Kollegen, den haben wir bereits. Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Haben wir nicht? Ja, ein Selfie. Ja, ein Selfie. Hatten wir dich nicht schon? Hast du nicht gesagt, hey, jetzt ist er cool genug? Na gut, dann ein ganz müdes, gelangweiltes Selfie. Ja, den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Wir können es jetzt nur ein bisschen pimpen mit einem Filter. Aber will ich nicht. Du bist unwichtig. Du bist in meiner Freundesliste und jetzt bist du unwichtig. Wenn wir hier hingehen, dann bekommen wir hier irgendwann so einen Hinweis. Moment, ja hier. Du benötigst eine neue Fähigkeit, um dieses Rätsel zu lösen. Können wir nicht. Also weiter. Boah, die legendäre Bushalte. Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwick. Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler. Du solltest besser verschwinden, du Penner. Ich würde euch so bashen. Ich hab Feuerfürze, ja? Feuerfürze! Aber nicht heute. Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist da. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist doof, Mann. Hey, hey, ich hab's. Gehen wir Eichhörnchen quälen. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen coolen Tanzmoves sehen? Wer sagt denn, dass du coole Tanzmoves drauf hast? Das hat deine Mom gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Luschen. Jetzt schau dir das an, Mann. Wollt ihr meine Freunde werden? Nein, wow! Nein, wow! Ist das schrecklich? Nein! Wow! Okay. Okay, die hassen mich, hä? Huh? Jetzt schau dir das an, Mann! Okay, ignorieren wir sie. Er tanzt und wir gehen. Alles klar. Zu gefährlich. Die sind erst wirklich zu gefährlich. Erst dann deinen dämlichen Frosch! Oh, Frösche haben kein Popo, nur eine Kloake! Können wir ihn retten? Können wir diesen Jungen retten? Ja, mit einem gekonnten Furz. Einem gekonnt tödlichen Furz. Und jetzt verkloppen wir ihn. Alles klar, Junge, du hast keine Chance. Mein Rektum ist sehr, sehr stark. Oh, er kotzt. Wie cool. Kotzen ist cool. Ja, ich weiß. Wir machen direkt hier den dicken Angriff, oder? Alles klar. Oha! Dankeschön, Kleiner. Dankeschön. Aber so eine geile Sache. Oh nein! Ein feuchter Flutschi! Voll ekelhaft! Mega ekelhaft. Mega ekelhaft. Aber er ist angewidert. Und deswegen muss er immer wieder kotzen. Halt's Maul, du Pussy! Okay, was jetzt? Flammshit. 16 Schaden machen wir hier mit. Warte mal, wir machen mal den hier. 18. Gut, und er könnte eventuell brennen. Dumm, dumm, dumm. Der Brutalo kriegt brutal ab. Euch zeigen, oh was ja. Tittenzwirbler. No. Ein oh, Tittenzwirbler der Vernichtung. Okay, dein Sack brennt, Kumpel. Ich nutze die Macht. Ich nutze die Macht des Feuersturms. Das Blatt wendet sich. Oh ja, oh ja. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Alter, ein Kniepunch. Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet. Ja, hab ich. Wie wär's mit einem Selfie? Jetzt, wo du deine total verkloppte Fresse hast. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren Sechstklässler. Weiter so. Ja, einen kann ich besiegen. Aber die ganze Bande da drüben ist wahrscheinlich zu stark für uns. Eine Rotzfahne, cool. Mist, da komme ich nicht rein. Erstmal hier dagegen schlagen. Wir können alles vernichten. Wir sind richtig krass unterwegs. Mobbing fängt zu Hause an. Die Eltern sind schuld. Ja, das stimmt. Du willst ein Selfie mit mir? Mit dir? Naja, ich brauche Freunde, weil... Tja, Follower sind Macht.
jede Menge Macht und ich muss mächtig sein. Deswegen mache ich jetzt auch so ein ganz verstörtes Gesicht. So eins. Mit Frosch dem. Mit auf Bild. Ach komm, echt jetzt? Wo ist der Frosch? Ja, zufrieden? Gut. Ach, Peter. Peter Mullen. Krass, wie du den Sechsklässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Vergiss es, Kleiner. Du wirst nie so stark. Nie. Die Macht habe nur ich und mein mächtiges, goldenes Rektum. Das ist nicht dein Zuhause. Ja, aber ich will ein Selfie. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Alter, die Alte hat voll die Möpse, oder? Kann ich ein Selfie mit ihren Möpsen haben? Hast du Jimmy gesehen? Seid ihr zwei Freunde, Superheldenverbündete oder sowas? Ja, so ungefähr. Oh, geil! Lemmy Wings! Und aus. Kein Lemmy Wings. Nein, viel zu brutal. Nicht werbefreundlich. Und Gegengift. Cool. Ein Soda-Pop. Was haben wir hier drin? Pizza und so ein Kram. Joa, nehmen wir mit. Gehen wir mal nach oben. Ich such die Dildos deiner Eltern. Das ist mein Ding. Hier drüben sehen wir die super Schul-News. Okay. Was man hier alles finden kann, ne? Das nehme ich alles mit. Ein Controller habe ich gefunden. DNA. Aha, da wurde er also zum Superhelden. Everest. Kann ich hier irgendwas demolieren? Gehen wir in das Schlafzimmer. Oh, wir können rein. Dildos. Suchen wir Dildos. Und eine Taschenlampe ist fast sowas wie ein Dildo. Okay, die Eltern sind irgendwie sehr, sehr langweilig. Sehr, sehr langweilig. Oh, wir können sogar ins Badezimmer. Boah, wie cool. Ja, die Toilette hier ist behindertengerecht. Jetzt kann ich hier rauf. Oder auch nicht. Moment, kann ich damit irgendwas Wichtiges machen? Natürlich, natürlich. Ich sehe es. So, jetzt kann ich hier hoch. Und dann können wir hier looten. Und wir bekommen ein neues Kostüm. Sterne. Ja, und kacken gehen? Nicht heute. Nein, wir sind dauernd am Scheißen. Es muss mal eine Folge geben ohne Schiss. Nur eine. Eine einzige. Hier, bitteschön. Wer lässt seine Kinder sich so anziehen? Tja, habt ihr mal euren Sohn gesehen? Der sieht noch schlimmer aus. Dagegen sehe ich gut aus. Gut und sportlich. Und wer wohnt hier? Wer wohnt denn hier? Ah, natürlich. Die Goff-Braut. Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Na, schauen wir mal. Bist du neu hier? Du bist aber kein Freund von Henrietta, oder? Nein. Ach, und hier müsst ihr eigentlich auch Mintberry Crunch leben. Und da drüben sehen wir Mintberry Crunch. Jede Wette, Bradley und du passen zusammen wie Minze und Beeren. Bradley Biggles. Biggles ist auch so ein geiler Name, oder? Ach, ich wünschte, ich würde Biggles heißen. Aber irgendwie bei der Familie Biggles gibt's nicht wirklich viel zu holen. Henrietta Biggles. Kein Wunder, dass sie so ein Emo ist. Boah, die Gruftis. Ein Morgenstern, wie cool. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Die haben andere Stimmen, das ist schade. Das ist echt schade. Lass mich in Ruhe, Spießer. Kann ich ein Selfie? Ein Selfie? Willst du mich verarschen? Ja, warum nicht? Hey, ich bin cool. Hau ab! Ich hoffe, die ganzen hohlen Likes für deine Beiträge machen dich glücklich, du Spießer. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Weißt, was geil wäre, wenn wir hier so eine Kerze anfurzen könnten. Das wäre richtig geil, oder? Tja, wer nicht kooperiert, der wird vergast. Komm schon, die Eltern müssen doch hier versaute Sachen haben. Gibt's doch nicht. Nur Cartmans Mom? Alle anderen sind hier clean? Was ist das da oben? Oh, könnt ihr es sehen? Craig und Tweak. Ja.
Die Folge war eigentlich auch ganz cool. Wo die beiden schwul gezeichnet werden. Okay, ich muss gehen. Ich darf nicht das Klo verwenden. Ich muss meine Macht zügeln. Oh, hier geht's auch noch irgendwo hin. Ah. Ist das Bradley Biggles Zimmer? Wow. Was hat er aber mit dem Buch seiner Schwester vor? Normalerweise ist es ja gar nicht seine Schwester, ne? Der kommt ja von einem anderen Planeten. An seinen Rechner. Können wir an seinen Rechner? Toll. Naja. Okay. Hier gibt's irgendwie nichts zu holen. Dann ziehen wir mal weiter. Tschüss. Oh, Moment. Auf welchen Planeten kommst du denn? Hm? Erde nennt er sich. Erde. Du näherst dich Super Craigs Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Craig ist tot. Ah, Mist, da brauche ich wieder irgendwas. Hier komme ich nicht durch. Genauso wie hier drüben. Irgendwann bekomme ich irgendeine Fähigkeit, die mir irgendwie weiterhilft. Irgendwann. Oh, was haben wir hier drüben? Yo! Cool, ein Rezept gefunden. Geil, der göttliche Verstärker. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Lahm. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem beim Problem behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Super Craig ist super schwul. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Ihr habt einen Hund? Oh, ich habe Dollars gefunden. Stimmt ja. Er mag Meerschweinchen. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Hast du das aus Peru? Guck mal, hier kann man wieder was zerstören. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Ja, hier drüben, aber wie kommen wir da ran? Du kannst nicht zufällig deine Arme verlängern, oder, Wunderarsch? Oh, vielleicht doch. Mit Crackles. Oh, cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Wie gern geschehen? Das sind jetzt meine, ja? Du hast ja da irgendwie gar nichts beigetragen zu. So, wie mache ich das jetzt? Also, ich habe Crackles. Was ist das hier? Moment. Okay. Auf das gesprungene Objekt. Gut. Oh, was? Mach's nochmal! Wie jetzt nochmal? Ach, dann kann ich auch hier drauf werfen. Ah. Moment, dann kann ich auch hier drauf werfen, oder? Versuch's nochmal. Okay, irgendwie die funktionieren nicht. Die haben auch eine andere Farbe. Oh, das war's. Der hat's überlebt. Jo, ich bin dran. Komm her. Was? Mach oh. Dein Ding mit der Kiste. Yes. Große Böller. Richtig große Böller. Drauf auf das Ding. Explodier, Meerschweinchen. Wow, scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Dein Meerschweinchen ist tot. Oder? Ich meine, never. Never. Niemals. Schnell, mach was. Sonst ja, was denn? Wo denn? Raus, wenn er Hunger hat. Ach, hier drüben, oder wie? Alright. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Wie kann der denn immer noch leben? Ach, jetzt ist er hier drin. Schalte sein. Ah! Ja. Super Craig. Oh. Ja, brillante Rettungsdrive. Auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Hm. Mein Arschloch lieben alle. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Super gut. Okay, wir haben Super Craig. Perfekto. Und ein Selfie. Ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Immer ein Selfie machen. Egal, wen wir sehen, wir kloppen ein Selfie rein. So ein bisschen kuscheln, ein bisschen schwul. Mach auf schwul, komm, ein bisschen schwul. Das ist schwul. Das ist super schwul. Yay, Craig. Super Craig ohne Stripe ist wie Supergirl ohne... Hey, bis später, von Arsch. Supergirl ohne was? Ich hab's eben... Naja. Hier können wir noch irgendwas machen. So.
Sonst kann ich jetzt eigentlich immer diese Böller werfen. Cool. Die können wir wirklich jetzt immer werfen. Oh, der Vater. Moment, ich muss in die Küche, denn ich muss euren super Kühlschrank durchwühlen, um mir einen super leckeren Super Burrito holen. Was haben wir hier? Rezept. Wir bekommen immer wieder neue Rezepte. Wahrscheinlich Dinge, die wir dann logischerweise selbst herstellen können, wenn wir die Zutaten haben. Psst, Neuer. Psst, ja. Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Alright, Craigstad. Alright. Okay, Schlafzimmer der Eltern und ein Magazin, aber kein schlüpfriges. Und hier drüben, Dildo, nein, Herpes. Ja, so ein Herpes-Concealer ist natürlich wichtig. Also ohne Herpes-Concealer kein Liebesspiel. Was haben wir hier drüben drin? Noch ein bisschen was. Feuchte Tücher. Feuchte Tücher braucht jeder. Und was gibt's hier? Ein Schrank. Natürlich Craig. Craig ist irgendwie ein chaotischer Typ. Was in den Schränken alles drin ist, sogar so eine kleine Actionfigur, als sie sich als Ninja verkleidet haben. Irgendwie cool. Also die Entwickler haben wieder sehr, sehr viele Details eingebaut. Craigs Mom hat wirklich einen gewaltigen Busch. Schamhaare. Oh, hier drüben ist auch noch eine Tür. Die übersehe ich immer. Oh. Muss ich ein Fuckboy draußen bleiben, Schild an meine Tür hängen? Ich bin Fuckboy? Oh, dankeschön. Nee, sammel noch mehr Yaoi für meinen Dad, dann überlege ich's mir. Na, warum ist es denn so schwierig, hier Selfies zu kriegen? Aber hey, ich bin Fuckboy. Das ist schon mal was Gutes. Na gut, dann raus. Tschüss. Wo ist die Mutter? Ich würde gerne mal einen Blick auf den gigantischen Busch werfen. Alles klar, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Warte, warte, warte. Selfie? Selfie? Hallo? Entschuldigung. Selfie? Kein Selfie. Aber wir schleudern mal hier was dagegen. Oh oh, oh oh. Gleich macht's Bumm. Dauert ein bisschen. Immer noch, immer noch, immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Fehlt irgendwas? Es will nicht explodieren. Aus irgendeinem Grund will es nicht explodieren. Schade. Vielleicht brauchen wir hier noch eine Fähigkeit. Weil meine Crackerlies sind ein bisschen zu schwach. Naja, okay. Wir können wahrscheinlich da eh wieder hin. Man könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Nein, Mädchen dürfen nicht mitspielen. Neuer, du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Schon wieder die Grenzen von Raum und Zeit? Oh, warte mal, hier kann ich was machen. Yes, komm jetzt die Drohnen und film den Busch von Craigs Mom. Der gute alte Drohnenmissbrauch. Moment mal, wir haben doch ein Bild gesehen. Richtig. Ja, natürlich. Wir haben eins gesehen. War das hier? War das Yaoi-Bild hier oder war das bei den Eltern von Jimmy? Moment, Schlafzimmer der Eltern war hier drüben. Hier. Hier war das. Hoi. Und her damit. Diebstahl. Yaoi. 1 von 5. Ach, da gibt's noch mehr. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Habt ihr ein bisschen Yaoi für mich? Kein Yaoi? Okay. Okay, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Kyle. Alles klar, gehen wir rüber zu Kyle. Wir haben ein Bild. Natürlich. Jeder mag Gin-Pokémon. Alles klar. Gehen wir rüber zu Kyle. Oh oh. Naja, stopp. Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das gut, Freunde. Es war Chaos.
Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Okay, das Haus ist irgendwo ganz da hinten. Lava! Wie teuflisch! Wie absolut teuflisch! Jetzt schau dir das an, Mann! Kann ich ihn böllern? Ja, was interessiert ihn irgendwie neu? Jetzt schau dir das an, Mann! Okay, dann ganz schnell durch. Denn wir alle wissen, mit denen kann ich mich immer noch nicht messen. Die sind zu stark, zu mächtig. Kyle wohnt ganz da hinten? Moment, wir schlagen hier noch dagegen. Seemenschen. Hier drüben wohnt Eric. Gibt es irgendwas Cooles in der Garage? Oh, wie komme ich da ran? Was dagegen werfen? Noch ein Rucksack. Yes! Eric hat Menace. Moment, da können wir doch bestimmt irgendwie... Können wir dich hier bewegen? Warte mal, da ist ja auch was dahinter, ne? Das ist wahrscheinlich ein Yaoi-Bild dahinter. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Irgendwann habe ich eine Fähigkeit anscheinend, wo ich schwere Objekte bewegen kann. Das ist voll gemein. Was ist denn jetzt schon wieder? Was passiert? Hey, du! Weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Instagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Ja, Randy. Ja, natürlich. Als ob du hier ein hohes Tier bist. Okay. Irgendjemand zerkratzt das Auto. Aber wer? Aber wer würde sowas tun? Warte mal, hier kann ich irgendwas machen? Alter. Kann ich hier auch irgendwas machen? Der Pinewood Derby Bausatz? Warum kann man dieses Poster hier abwerfen? Also, dich werde ich im Moment noch nicht als Follower haben können. Aber später! Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Okay, finden wir es raus. Oh, Moment, hier habe ich eine Leiter. Das können wir sogar lösen. Oh nein, ich bin... Hä? Ich kann sie nicht bewegen. Warte, halten. Ah, jetzt. Ich dachte schon, ich wäre zu schwach und ich würde wirklich irgendwann Superkräfte bekommen. So, da bediene ich mich. Was haben wir hier drüben? Projektor. Moment, vielleicht kann ich hier noch dagegen schlagen. Ja, bringt aber nichts. Ih, was? Was ist denn das da unten? Der Squirt-Eimer von Kyles Mama. Kyle? Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Ja, und jetzt soll ich da hoch und mich darum kümmern. Na, du bist ja einer, Kyle. Ich muss erstmal in den Kühlschrank. Ich bin der Kühlschrank-Inspektor. Ich muss erstmal genau diesen Kühlschrank hier untersuchen. So, da muss ich auch nochmal reingreifen. Ja, da muss ich auch noch hin. Das gehört alles zu meinen Aufgaben als Inspektor. Und das hier ist also diese legendäre Wolkenfestung. Hammer. Hammermäßig. Du bist der King. Ich will rutschen. Warum kann ich nicht rutschen? Geht nicht. Ich habe Rutschverbot. Offizielles Rutschverbot. Shit. Na gut. Dann kümmern wir uns mal um das Problem. Aber leider nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. South Park. Wie immer, wir werden nicht vergessen. Für mehr. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.